Heute hat es mal nach dem ersten Versuch funktioniert. So sieht es jetzt aus mit dem Käse. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Der Plan ist jetzt, dass ich auf jeden Fall ein paar Vlogs hochladen werde. Und ich bin jetzt gerade aufgewacht, werde jetzt gleich frühstücken gehen und dann muss ich ganz schnell zum Einkaufen, weil ich werde heute etwas kochen und auch etwas backen. Das werdet ihr auch in diesem Vlog sehen, also bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das interessiert. Ich würde sagen, dann viel Spaß bei dem Video. Hier ist mein Instagram verlinkt, also wenn ihr mir da gerne folgen wollt, macht es gerne, da seht ihr mehr aus meinem Leben. Und liked und kommentiert, wenn euch das Video dann gefallen hat. Und ich muss meine Schublade zumachen, warum die auch immer offen ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall viel Spaß beim Video und let's go. So, das ist jetzt mein Frühstück. Und zwar ist es ein Avocado-Semmel mit Käse. Sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese ganzen Blogger das so hinkriegen, dass deren Essen so schön aussieht. Aber Hauptsache es schmeckt und das werde ich mir jetzt gönnen. Daheim vom Einkaufen. Und ich wirklich wie im Winter. Hier mit Schal. Aber jetzt ist langsam die Sonne da, jetzt ist es wärmer. Aber vorher, als ich gefahren bin, es war so kalt. So, ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so gekauft habe. Ah, ich habe mir so eine Halloween-Maske gekauft, weil ich so ein Bild vorhabe für Halloween. Eigentlich wollte ich eine Perücke kaufen, aber es gab wirklich nirgends mehr eine. Dann habe ich so eine Aufbewahrung für meine Ohrringe gekauft. Weil bei mir liegen die einfach überall und ich finde die immer nicht. Noch, ah ja, meine Favorites. Ich habe mir so Halloween-Nägel gekauft. Ich habe ja solche Nägel, die ich mir mal selber mache. Und jetzt habe ich mal schon so fertige Nägel gekauft, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Und passend zu Halloween dachte ich mir, wie süß die sind die bitte. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennt, aber das sind wirklich so, einfach so Halloween-Muster drauf. Richtig schön, ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich schöner finde. Die habe ich einfach beide genommen. Und jetzt werde ich mich mal fertig machen, weil ich bin noch nicht fertig gemacht, wie man sehen kann. Ich sehe aus wie 10 gerade. So, ich bin jetzt ready. Ich mache jetzt ein Video und danach werde ich Bilder machen. Hoffentlich, wenn das schnell funktioniert. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Heute hat es mal nach dem ersten Versuch funktioniert. Im letzten Vlog war es ja so, da habe ich ewig gebraucht. Übrigens, ich habe meine Haare geglättet. Also ich hatte das schon am Anfang vom Video so. Ich habe die gestern oder vorgestern geglättet. Und irgendwie sieht es richtig anders aus. Yes, weil normalerweise habe ich so eine richtig komische Haarstruktur. Es sind auf gar keinen Fall glatte Haare, aber es sind auch keine richtigen Locken. Es ist irgend sowas zwischendrin. Genau sowas, was man nicht haben will. Das habe ich. Ich weiß gerade nicht, wie ich das Bild machen will. Und es ist gerade so hell. Boah. Bin so ein bisschen überfordert. Muss ich machen? Weil ich kann euch jetzt hier mal zeigen, was ich anhabe. Weil ich eh immer gefragt werde, woher meine Klamotten sind. Also, die Hose ist von Pull & Bear. Die Schuhe sind Buffalo-Schuhe. Die sind nicht von mir, die sind von meiner Schwester. Die habe ich mir kurz geschnorrt. Und dieser Polunder ist von Shein. Es gibt ja so einen Originalen davon, aber der ist richtig teuer und der von Shein war nicht teuer. Also dachte ich mir so, ja. Die Tasche ist auch von Shein, die finde ich richtig cool. Und noch irgendwas? Ah ja, der Rollkragenpulli ist von Stradivarius, aber den habe ich über
ASOS bestellt. That's my fit. Und meine Bilder seht ihr auf Instagram. So Leute, jetzt wird es ernst. Denn jetzt geht es los mit dem Kochen. Und zwar mache ich so Mac and Cheese. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe es aber noch nie gemacht. Ich wollte das mal ausprobieren. Also ich stelle jetzt erstmal das Wasser hin für die Nudeln. Ich glaube, der Topf war jetzt doch ein Ticken zu klein. Ich kriege diese Nudeln schon wieder nicht auf. Ich habe echt Probleme mit Verpackungen öffnen. Das geht einfach nicht. Warum geht nicht jede Verpackung gleich auf? Und zwar brauchen wir jetzt Butter, die wir erstmal in der Pfanne erhitzen. Und dazu geben wir dann 2 Esslöffel Mehl. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das schmecken wird. Ich hoffe einfach nur. Das gleiche werde ich mir auch nachher bei den Cookies denken. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch nie Cookies gemacht, also habe ich keine Ahnung, ob das was wird. Vor allem ist es halt, glaube ich, richtig schwierig, dass man das so hinkriegt, dass diese Cookies so aufgehen. Wobei ich jetzt, glaube ich, so ein Rezept habe, wo das gar nicht so ein richtiger Cookie wird, sondern es eigentlich eher darum geht, dass man so den Teig hat und der halt so ein bisschen im Ofen war. Ich mache jetzt erstmal den Käse-Live-Test. Schmeckt. Leute, ich liebe es einfach, so geriebenen Käse so zu essen. Übrigens vermische ich das so ein bisschen. Also ich nehme Emmentaler und ein bisschen Cheddar, oder wie man den ausspricht. Cheddar ist mein Favorite Käse. Ich werde ein bisschen was von meiner Hafermilch reintun, aber auch was von der normalen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt runtergehe, da habe ich Angst, wenn ich die Milch jetzt aus dem Keller hole, dass es dann das Nudelwasser überläuft. Aber ich renne. Okay, irgendwie haben wir keine Milch mehr. Warum auch immer. So sieht es jetzt aus mit dem Käse. Eigentlich ziemlich gut, oder? Ich würde sagen, das lasse ich jetzt noch kurz hier so köcheln und dann fude ich das. Sieht schon ziemlich lecker aus. Ich hoffe, es schmeckt auch. Mhm. Delicious. Das esse ich jetzt. Und werde nebenbei irgendwas vom iPad anschauen. Und am Nachmittag mache ich dann die Cookies. So Leute, jetzt wird es Zeit. Jetzt mache ich die Cookies. Und ich habe jetzt hier so ein Rezept für ca. 30 bis 40 Cookies. Und das sind halt viel zu viele. Ich mache jetzt mal so die Hälfte. Das heißt, ich werde jetzt auch immer die Hälfte an Zutaten nehmen. Also nicht nur die halben Zutaten nehmen, sondern ihr wisst, was ich meine. Mal nur die Hälfte an Menge. So, wir fangen mal an. 250 Gramm Butter wäre jetzt das Normale. Aber ich meine 125. Irgendwie ist es eh so richtig viel. Ich habe keine Ahnung, warum man so viel Butter verwendet. Deswegen mache ich, glaube ich, immer ein bisschen weniger, weil es mir echt zu viel ist. Ich dachte mir so, als Nachtisch kann ich dann die Cookies essen. Ich habe zwar gerade schon Chips gegessen, aber ist ja wurscht. Man kann ja auch noch was essen, ne? So, dann 125 Gramm braunen Zucker. Ja, ist jetzt ein bisschen zu viel, aber ist egal. Dann eine Prise Salz. Leute, dieses Video ist einfach so richtiger Throwback zu meinem anderen Backvideo. Das war ja echt chaotisch. Diesmal ist, glaube ich, schon ein bisschen besser, ne? Naja, wir haben auch noch nicht wirklich angefangen. Super, es hängt alles in diesen Teilen drin und nichts davon ist hier unten drin. Egal, da muss jetzt ja eh noch das andere Zeug rein. Jetzt brauchen wir ein Ei. Ein Teelöffel Backpulver.
Dann 350 Gramm Mehl, was die Hälfte. 175. Schätze ich jetzt mal. Gehängt habe ich alles in meinem Rührgerät drin. Ich habe keine Ahnung, ob das so wirklich stimmt. Jetzt mache ich erstmal noch die Schokostücke rein. Also ich kriege es irgendwie nicht kleiner. Und das ist jetzt hier der Cookie-Teig. Und jetzt werde ich die Schokoladenstücke da dazugeben. Dann das nochmal kurz ein bisschen verrühren. Und dann kann es eigentlich auch schon in den Ofen. So, hier sind jetzt die fertigen Cookies, die jetzt so in den Ofen kommen werden. Ich habe keine Ahnung, ob ich die so richtig geformt habe. Ich habe es echt gar nicht richtig geformt, ich habe es einfach nur so drauf geklatscht. Ja, mal sehen. Jetzt kommen die in den Ofen und ich bin gespannt für 12 bis 15 Minuten, wie sie dann aussehen werden. Leute, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach unfähig. Wirklich, ich wollte einfach nur Cookies machen. Es sollten einfach nur Cookies werden. Schaut euch an, was passiert ist. Die haben sich einfach alle miteinander verbunden. Und es ist jetzt irgendwas daraus geworden. Und es sieht einfach so aus. I mean, like, what? So ernsthaft? Ich frage mich halt, wie das passieren konnte. Weil ich habe echt immer geguckt und plötzlich war das so. Es schmeckt auch nach Cookie. Ho. Es schmeckt eigentlich richtig gut. Aber es ist ja kein Cookie, sondern so eine, weiß ich nicht, so ein Kuchen. Mano. Ich dachte, nachdem meine Nudeln funktioniert haben, war ich so, okay, heute ist ein guter Tag, weil wenn die geklappt haben, dann kriege ich die Cookies hin. Mm-mm. Schaut euch das an. Ist einfach peinlich. Ich habe keine Ahnung, wie das schon wieder passieren konnte. Aber egal, Hauptsache es schmeckt. So Leute, ich würde sagen, ich beende hiermit dann auch den Vlog. Ich werde mich heute nichts mehr Spannendes machen und ich will ja nicht irgendwas filmen, wenn es sowieso keinen juckt. Keine Ahnung, ob das andere überhaupt interessant war, aber ich dachte mir, das ist spektakulärer, als wenn ich euch jetzt auch zeige, dass ich heute Abend einen Film schaue. So, juckt halt irgendwie keinen. Auf jeden Fall, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich riesig freuen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und hier ist nochmal mein Instagram verlinkt, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Der Wahlsahn ansteigen, wieder mitfahren, mitmachen, anschließen hier vorne. Let's go, Baby.